Hallo Jürgen, schön, dass du da bist. Hallo. Du warst schon sehr oft beim Kriterium dabei. Weißt du, wie oft ungefähr? Also die Anzahl weiß ich nicht genau. Ich schätze mal so 30 Mal war ich hier. Ich bin ja seit meiner Kindheit hier. Ich habe 1973 mit dem Sport begonnen, damals noch als Schnellläufer und bin wahrscheinlich seit 1979 hier in Groß-Gerau als Läufer und später als Vater und als Betreuer. Als aktiver Läufer, was waren da deine besten Ergebnisse? Mein bestes Ergebnis war hier einmal ein Sieg auf 5000 Meter. Hier im Kriterium damals war es ja noch ein bisschen kleiner. Ja, das war eigentlich ein Sieg auf einer Strecke, war für mich mein persönlich bester Erfolg hier. Was hältst du eigentlich vom Kriterium? Und zwar jetzt mal ohne Worte, nur Daumen hoch oder runter. Erstmal, was die Atmosphäre und die Zuschauer betrifft. Das hier. Was das Niveau der Wettkämpfe betrifft und was die Organisation betrifft natürlich. Auch ein. Und deine eigenen Resultate hier? Meine eigenen Resultate, die sehe ich jetzt als nicht so wichtig als Läufer, sondern eher als Betreuer und Vater, was dabei rauskommt von den Ergebnissen der Athleten. Was ist denn das deiner Meinung nach das Einzigartige an diesem Wettkampf hier? Die geballte Masse von Spitzenläufern, die wir Väter und Betreuer ein bisschen bewundern, dieses Ziel, diesen Drang nach vorne, die Masse an hoher Klasse, schnelle Rennen und diese Spitzenorganisation, wo wir als kleiner Verein davon nur profitieren können. Du warst ja vor langer Zeit schon hier. Wie siehst du dir die historische Entwicklung dieses Kriteriums? Was war früher anders? Wie hat sich das entwickelt? Es hat sich ja stetig entwickelt, sicher und recht professionell. Es wurden die Punkte, die man bemerkt hat, anscheinend vor Jahren, umgesetzt, von Jahr zu Jahr verbessert. Also es ist hier für die Läufer, für die Betreuer, für die Gäste sehr viel gemacht worden und wir müssen sehen, es wird ja im Ehrenamt gemacht. Gut, vielen Dank Jürgen für das Gespräch und viel Spaß noch.